falls ihr den letzten Vlog nicht gesehen habt, auf dem Flug von LA nach London und dann nach Deutschland. Und wir über Nacht fliegen, wusste ich nicht ganz, wie ich das machen sollte mit dem Anfang und Neustart und Vlog anfangen und beenden und wie auch immer. Deswegen habe ich jetzt den einen Vlog nachts beendet und fange den jetzt an. Also, ja, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir befinden uns gerade im Flugzeug, also Laura ist gerade abgeschlossen. Wir machen auf dem Rückflug von LA nach London. Wir fliegen insgesamt ungefähr 10 Stunden und landen dann in London und fliegen von da aus dann nach Düsseldorf. Und da werden wir dann schon Fabio abgeholt und ich freue mich so sehr, Fabio gleich wieder zu sehen. Also, irgendwann in einigen Stunden. Ich freue mich so sehr darauf, ich habe ihn so vermisst. Ja. Aber jetzt nehme ich euch erstmal noch mit auf dem ganzen Flugzeugkram und so weiter und so fort. Ich habe hier gerade mein Handy stehen. Seht ihr irgendwas? Da. Und wir gucken gerade irgendwie ein paar Diaries und es geht jetzt gleich essen. So, es gibt jetzt Essen. Wir haben Chicken Curry und was weiß ich, Brötchen, Käse, Salat, Wasser, whatever. Ich hab das gleiche. Ja, ich weiß. Also, guten! So, wir sind jetzt noch eine Stunde von der Landung entfernt und es gibt jetzt wirklich. Ja, ich glaube, das ist ein Wrap, ein Burrito, ein Breakfast Burrito. Joghurt, Muffin, ja. Und Obst. Ja. Wir sind jetzt im Flieger. Ladies and gentlemen, flight customers just joining us. A very good evening to all and a very warm welcome aboard. This is Michelle's flight to Düsseldorf. This is co-share flight with our One World Alliance partners, American Airlines, Cathay Pacific and Japan Airlines. To help us get your way out as quickly as possible, please ensure that all your hand baggage is safe put away. Smaller bags that have been tagged with a yellow label must be placed underneath the seat in front of you, and all larger items securely placed into the overhead lockers. For our customers sitting in a front row seat on emergency exit row, the floor area around your seat must be completely clear for takeoff. Once your hand baggage is safely stowed, please take your seats and keep all aisles clear for all remaining customers to board. As the aircraft is still currently being refueled, we do ask that you keep your seat. We'll be right back.
letzte Folge Vampire Diaries war so traurig. Ja, wir haben gerade im Flugzeug noch Vampire Diaries Finale geguckt. Die allerletzte Folge. Allerletzte Folge und wir haben beide geweint. Aber Rotz und Wasser. Ja. Dün, 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 dün. Da ist er. Boah, der hat aber genau den richtigen Ausgang abgepasst. Dün, 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 dün. Geiler Rucksack. Den Film habe ich gerade noch geguckt im Flugzeug. Hallo. Normalerweise bringt man jetzt so Blumen, aber ich weiß ja, so ein bisschen drum und dran. Dachte ich mir, das ist erstmal für dich, damit du auch was bekommst, dass du wieder da bist. Ich habe den besten Freund auf der ganzen Welt. Oh. Baby, gut aufgepasst hast. Und der Rest ist für dich. Oh, Baby. Hallo, hallo. Ja, kannst du da mal gucken, dass einiges drin. Oh, das mache ich, glaube ich, gleich. Osterei und dann. Stimmt, es ist Karfreitag. Ja, ah, jo. Stimmt. Oh. Wie sie einfach die Krankheit mit nach Deutschland genommen hat. Ich muss gucken, was mein Freund mir mitgebracht hat. Ich meine, du hast zwar schon Olaf, aber ich nehme mal an. Jetzt habe ich noch einen. Man kann eh nicht man genug davon haben. Man kann nicht genug Olafs haben. Ja. Ja. Willst du anstoßen? Geil. Ja, komm, wir können anstoßen. Ja, ich mach gleich auf. Habe ich noch nie probiert, will ich mal probieren. Ja, machen wir. Sehen geil aus, ne? Kennst du die? Nein. Ich auch nicht. Nein. Und ein Riesenei. Da ist bestimmt irgendwas drin, ne? Boah, voll geil. Oh, das heißt tatsächlich Riesenei. Echt? Ja. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, als ich das gekauft habe. Wo bist du denn mit dem? Wahrscheinlich vom Rucksack. Das Arme. Danke, Baby! Bitte, Baby. Ich glaube, ganz vorne ist auch noch was drin. Ist ja noch eine Tasche. Boah, Bino! Bino! Ja, oh. Aber dunkle Schokolade. Das habe ich auch noch nie gegessen. Ich auch noch nicht. Oha. Deswegen. Und natürlich der Rucksack ganz. Ach so, die habe ich ja ganz vergessen. Stifte. Ja, die waren mit dabei. Ich kann dir einen Brief schreiben. Oh, wow. Tattoo-Stifte sind das. Und der Rucksack, ich bin ausgestattet. Oh, Baby. Ich hätte ja mit Blumen kommen können, aber ich nein, dachte mir da so. Mit Blumen! Ah! Oh, Baby. Ja. Nee. Also, das mit dem Rucksack, das war die erste Überraschung. Ich habe ja noch was anderes vorbereitet. Ich habe keine Ahnung. Nicht? Nein. Da hängt ja noch was. Das ist ein Briefumschlag. Muss ich abmachen? Solltest du, wenn du reinschauen willst, was da drin steht? Ich soll es nicht. Warte. Pass auf. Zack, zack. So, Kamera umstrukturiert. Setz dich da vorne hin. Ich will, dass du das in Ruhe und ganz leise vor dir herliest, ne? Und ich beobachte dich von der Ferne. Ist besser. Ach, alles gut. Aber das ist Privacy, Privacy, Privacy. Nicht laut. Ich lese das leise. Nur für dich. Ich will nur deine Reaktion sehen. Halleluja. Das geht schnell. Leute, ich beende jetzt den Vlog. Tschüss. Und ich habe den besten Freund auf der ganzen Welt. Baby, nein. Okay, tschüss. Okay, tschüss.